Willkommen zu einem neuen wunderbaren Video. Und da ich im Urlaub war, konnte ich dieses Game noch nicht spielen, aber jetzt ist es endlich soweit. Wir schauen uns heute Palia an oder Palia. Das haben schon einige von meinen süßen Gnus aus der Community gespielt. Das habe ich auch schon teilweise in deren Stories gesehen und das möchte ich jetzt auch unbedingt machen. Irgendjemand von euch hat mir meinen Namen Gnutruhn geklaut. Schämet euch. Ich heiße jetzt Gnutruhn 1. Gehe gerne heute mit euch in das Game rein. Freue mich über Tipps und Tricks und wenn es uns gefällt, gibt es wie immer mehr Folgen dazu. Über einen Daumen nach oben und Abo würde ich mich immer sehr freuen. Und alle weiteren Informationen zum Game, den Link kann ich euch auch mal in die Kommentare packen, beziehungsweise unten in die Beschreibung, denn da muss man sich erst registrieren und dann kann man es downloaden. So, erst einmal sind hier ein paar Warnhinweise. Du solltest in einem gut beleuchteten Raum sitzen. Das tue ich. Verringert die Helligkeit des Bildschirms. Spiele nicht, wenn du müde bist. Das tue ich nicht. Schaue ab und zu vom Bildschirm weg. Lege häufig Pausen ein. Bedecke beim Spiel ein Auge. Schalte das Spiel ab, wenn du Symptome eines Anfalls spürst. Voll süß, dass sie das machen. Warnung vor Lichtempfindlichkeit. Okay, dann gehen wir rein. Ich freue mich und bin sehr gespannt, wie das Game so ist. So, sei ein verantwortungsbewusster Nachbar. Wir gehen beim Spielen verantwortungsvoll mit uns um und unseren Gefühlen. Wir nutzen die uns vom Spiel zur Verfügung gestellten Mittel, um die Sicherheit aller, einschließlich unserer eigenen, zu gewährleisten. Wir schützen unsere persönlichen Daten und fordern andere Spieler nicht auf, ihre Daten weiterzugeben. Voll süß, dass sie das schreiben. Sei ein freundlicher Nachbar. Wir begrüßen Vielfalt und lehnen diskriminierende Sprache, diskriminierendes Verhalten und Engstirnigkeit ab. Hand in Hand bauen wir eine freundlichere Welt auf. Wir arbeiten zusammen, um eine einladende, tolerante und integrative Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Halten. Voll süß. Unterstütze ich. Stimme ich zu. Now where should I start? Okay, jetzt kann ich quasi meine Körperform wählen, ob ich weiblich oder männlich bin. Ich mach mal weiblich. Oder was auch immer. Ist ja nur eine Körperform. Okay, fortfahren. So, dann kann ich mir... Das ist ja cool. Ich habe so ein bisschen Dreamlight Valley Flashbacks und das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich finde auch das eigentlich ganz nett. Hautton. Soll das eigentlich auch für die Switch rauskommen? Wisst ihr das eventuell? Boah, da kann man ja richtig viel machen. Und endlich mal richtig geile Haare. Nice. Das sieht eigentlich voll nice aus, so. Rein da. Was gibt's da für Haare? Das ist ja richtig cool. Okay, Spiel hat mich schon. Der ist cool. Der Zopf ist nice. Ich glaube, es ist ja auch so eine Art Aufbauspiel, weswegen ich auch immer gerne die Haare dann einfach zusammen mache. Das ist auch voll die süße Frisur. Okay, ich mache das. Die Haare so. Oder kann man sogar mehrfarbig machen. Oh, das ist ja kind of cute. I love it! So, ich mache das. Ich mache jetzt was, was ich nie im echten Leben machen würde. Ich mache mir jetzt Strähnchen rein. So, schaut, wie hübsch das aussieht. Das ist ja richtig süß. Die Augenbrauen kann ich dann auch so machen. Das ist ja kinda cute. Eine Brille. Finde ich süß. So, voll viel Outfits. Das finde ich richtig nice. Das sieht geil aus. Oh, Leute. Oh, ich habe schon geguckt, ob es das Spiel für die Switch gibt, weil ich das ja auch immer ganz gerne in den Bettchen spiele, solche Games. Das sieht ja richtig süß aus. Voll cool. Unterteilchen. Komm, so eine Radlerhose will ich. Gibt es hier so eine Radlerhose? Das ist so der Style überhaupt. So eine entspannte, schöne Radlerhose. Obwohl, das sieht auch ganz nett aus. Ich nehme das. Haut. Ah, da können wir noch uns Make-up machen. Ja, das sieht doch voll süß aus. Look at me. Make-up. Ja, finde ich gut. Bin ich voll mit dabei und nehme ich. So, nachdem du deinen Charakter erschaffen hast, kannst du Körpergesicht, Haut und Augenfarbe oder Stimme nicht mehr verändern. Die Stimme? Wo ist denn die Stimme? Ah, hier. Da gibt es verschiedene Pass... Oh. Hey. Die finde ich nett. Ach so, da gibt es immer mehrere Reiter. Gibt es das beim Make-up auch? Nö. Okay, Aussehen akzeptieren. Ich bin komfort mit mir. Wie sollen wir dich nennen? Vollständiger Name. Weh, hab mir meinen Namen weggenommen. Spitzname ist Gnu. Ja, geht es? Ja, es geht! Time for you to go out into the world. I have high hopes for what you can accomplish.
Geheimnisse überall entdecken. Sie werden sicher einige geheime Bereiche aufdecken. Es gab eine Closed Beta, jetzt ist es ja quasi schon auf. Heißt, das Spiel ist auch noch in Entwicklung. Also falls wir irgendwelche Bugs und Co. finden, dann wisst ihr Bescheid. Ich glaube deswegen, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob ich es auf Deutsch stellen kann, sonst übersetze ich es euch. Wird aber bestimmt auch auf Deutschland geben. Die Lampe. Da komme jetzt ich raus, ne? Look at me! Ich habe sogar eine Brille mitgebracht. Geil. Bisschen wie bei Dreamlight Valley, ne? Hello! Ich habe so ganz viele Flashbacks. Ich habe so Flashbacks von, wie cool sie allein schon gestikuliert. Also, das Spiel hat mich schon. Ich habe ein bisschen Overwatch-Flashbacks. Ich finde, es erinnert mich ein bisschen an Dreamlight Valley. Irgendwie erinnert es mich auch an Arcane. Und es gefällt mir alles sehr, sehr gut. Oh, mein Drache! Bist du einfach aus dem Nichts aufgetaucht? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Stimmt, du wirst sicher nicht mehr über deine Situation wissen als ich. Es ist nur so, dass die anderen Menschen es auch nicht wussten, womit ich wieder am Anfang stehe. Andere Menschen? Ja, du bist nicht der erste Mensch, den ich in Palia gesehen habe. Es ist das erste Mal, dass ich in einen riesigen Lichtkokon auftauche. Ach so. So sind die anderen Spieler wahrscheinlich. Wir sollten langsamer gehen. Warum nimmst du nicht diese Karte und gehst in die Stadt, wo du mit Ashura und Gastwirt sprechen kannst? Er hat anderen wie dir geholfen, sich einzuleben. Ich würde dir ja selbst helfen, aber ich arbeite hier an etwas und ich bin so kurz davor, es herauszufinden. Ich war so überrumpelt, dass ich vergessen habe, mich vorzustellen. Mein Name ist Yina. Ich bin eine angehende Gelehrte und erforsche diese alten Ruinen. Und das hier ist meine Forschungsassistentin, Hekla. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne fragen. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Okay, also hier kann man auch eine Beziehung zu denen aufbauen. Hier, Yina seems nervous about getting to know you. Sie ist ein bisschen nervös, mich kennenzulernen. Okay. Until next time. So, und ein bisschen Fortnite ist es auch. Navigate. Okay, mit den Keys. Thing. Dann move forward. Look around. Yes. Okay, nice. Cool. Okay, das ist also Chat. Hallo Mensch, ich weiß, dass du sicher viele Fragen zu anderen spontanen auftauchen hast. Zu deinem. Eure Anwesenheit läutet große Veränderungen in der Welt von Palia ein. Was bin ich? Du bist ein menschliches Wesen, ein uraltes Ding, das diese Welt seit vielen Umdrehungen um die Sonne nicht mehr gesehen hat. Darüber hinaus musst du die Frage, wer oder was du bist, selbst beantworten, so wie wir alle. Das ist eine gute Antwort. Oh, süß. Okay, sehr richtig nice. So, was ist hier auf O? Social Panels. Ah. Use O to open the social panel. See who's online. Ah. Okay, das sind irgendwelche Leute gerade. Online gar niemanden. Stellt mir keine Anfragen jetzt. Don't do it. Okay, das ist wie bei Genshin, ey. Das alles explodiert einfach nur, nachdem ich das mal gezeigt habe. Okay, hier haben wir meine Fertigkeitsstufen. Dann haben wir Inventar, die Karte, Quests. Hier, das ist bei der Quest. Das pinnen wir einmal an. Oder der ist angepinnt. Jupp. Da steht einmal, genau, Einstellungen. Da gucken wir mal wegen V-Sync einmal, sonst regen sich die Leute wieder auf. Sprache ist eh Deutsch. Essen trotz Sattheit. Ah, das kannst du dann ausstellen. Das ist nice. Okay. Okay, dann passt das alles so. Gut. Voll schön. Let's go. Bisschen wie bei Breath of the Wild auch. Okay, ich kann springen und mit W nach vorne. Okay, let's go. Woohoo! So.
So, klettere, gehe, renne oder springe. Ich bin halt gespannt und vielleicht könnt ihr es mir beantworten, was man so mit anderen Leuten hier dann machen kann. Kann man mit denen zusammen Haus bauen, zusammen craften, kann man eine Gilde gründen? Geil. Wow, da sage ich nicht nein, ne? Ist immer geil, dass die Leute immer so bodenständig sind. Wenn ich jetzt in irgendeiner anderen Welt auf einmal ankommen würde, würde ich halt übel durchdrehen. Und halt übel Panik. Aktionsleisten. Your action bar is full. You can scroll to action bar. Hashtag using two. Aha. The items in your action bar are outlined in your inventory. Also kann ich hier... Ah, okay, hier gibt's mehrere. Seht ihr dieses Zeigerchen da unten? Ist gut für mich, weil... Oh, ich kann sogar klettern. Geil. Ist gut für mich, weil ich bin ein extremer Lootgeier. Für die, die mich schon kennen, wissen das. Ich kann Dinge nicht einfach zurücklassen und liegen lassen. Das ist ja voll schön hier. Sieht man auch in der Anfangsstadt andere Online-Player? Oder muss ich dazu wahrscheinlich erst die Grundquests machen und dann kann ich in eine Online-Welt gehen. Ich genieße jetzt einfach mal die Umgebung hier. Ich finde das alles sehr schön. Ich fand es übrigens auch sehr schön. Ich war ja im Urlaub, wie ich vorhin gesagt habe. Und es war sehr, sehr, sehr gut getan. Ich habe einfach mal mein Handy weggepackt und nichts getan. Das war sehr ungewöhnlich. Und jetzt wird es vor der Gamescom nochmal sehr stressig. Ja, ich bin auf der Gamescom. Ihr kriegt die Woche auf jeden Fall Bescheid, wann und wo ihr mich treffen könnt. Ich hoffe, wir sehen uns. Würde mich sehr freuen. Warum leuchtet nur dieser Baum? Und wer bist du? Oh, noch ein Mensch. Ich muss sagen, das ist ziemlich aufregend. Also, wie findest du es? Wie finde ich was? Ich finde es gut. Sehr schön. Ich hatte schon befürchtet, dass dir die Augen vielleicht wehtun. Warum sollten sie wehtun? Warum? Weil ihr so lange unter der Erde wart, natürlich. Weißt du, ich wusste, dass die Menschen nicht wirklich ausgestorben sind. Nein, sie haben sich einfach in den Untergrund zurückgezogen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie stressig das sein muss. Ich bin sicher, dass sie viele Fragen haben. Aber zuerst sollten sie sich mit Ashura in Verbindung setzen. Ja, das wird mir Zeit geben, meine Nachforschung zu organisieren. Nimm einfach gelb diesen Weg zum Dorf. Er wird in der gelben Gaststätte in der Mitte der Stadt angezeigt. Diese Zeichen machen mich irre. Ja, ich bin deswegen nach ultimativem Jetlag. Ich habe gestern heute nur 2 Stunden geschlafen. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich heute ein bisschen zerknittert wirke. Das ist schon echt heftig. Oh. Gibt es da auch wie in Genshin so verschiedene Städte angehaucht von verschiedenen Kulturen? So. Hey, Tisch. Was geht? Das ist aus wie Link. Ach, willkommen im Tal. Ich heiße Tisch. Und führe den Möbelladen. Sag bloß, du bist neu im Dorf oder nur auf der Durchreise? Ich bin gerade erst eingezogen. Ach, so aufregend, aber auch hart. Als mein Bruder und ich aus der Stadt hierher gezogen sind, hat es ein kleines Weilchen gedauert, bis wir uns angepasst haben. Naja, klein in diesem Fall vielleicht ein bisschen untertrieben. Aber wenn du Hilfe mit den Bewohnern brauchen solltest, kannst du mich gern fragen. In der Gegend bin ich als diejenige bekannt, die selbst mit den schwierigen Persönlichkeiten gut auskommt. Das ist schön. Und dein Bruder, wie heißt der? Stuhl? Der war schlecht, ich weiß, sorry. Oh, hallo. Kann man ja auch Beziehungen führen? Oh, hey, du musst neu im Dorf sein. Ich heiße Nayo. Meine Familie bewirtschaftet den Daya-Hof drüben im Westen von Kilima. Wenn du jemanden brauchst, der dir die Scheune zeigt oder dir beibringt, wie man auf dem Schiffrock reitet, bin ich dein Mann. Ich bin auch gut darin, schwere Sachen zu heben, falls du irgendwas Schweres haben möchtest. Oh, und hier eine Karotte für Sugarfood. Gib ihr eine davon und du wirst ihr neuer bester Kumpel sein. Das waren so viele verwirrende Sätze, ist aber okay. Wer ist Sugarfruit? Wahrscheinlich auf der Farm. Ein gut aussehender Mann, der dir anbietet, zu zeigen, wie man reitet, eine Karotte schenkt, ist sehr verdächtig. Im echten Leben solltet ihr laufen. In dem Leben ist es okay. Ah, da ist er doch. Hey, what's poppin'? Hello there, friend.
Herzlich willkommen in Kilima. Kilima. Das ist sicher ganz überwältigend für dich. Ich bin Ashura. Dafür gibt es aber im Nordosten ein paar alte Grundstücke. Dort kannst du ein Zelt aufstellen. Geil. Wie wär's? Lust auf ein lauschiges Plätzchen in der freien Natur? Nein, ich will ein Bett, Mann. Ich stehe nicht so aufs Zelten. Das verstehe ich gut. Als ich noch Soldat war, schlief ich jahrelang in einem Zelt. Daran konnte ich mich nie gewöhnen. Also im Prinzip sagt uns die Blume heul nicht. Naja, nachdem du dein Zelt aufgebaut hast, können wir vielleicht mit dem Bürgermeister reden und dich irgendwo dauerhaft unterbringen. So, mal schauen. Wenn du ein Zelt bauen willst, musst du zuerst ein paar Materialien sammeln. Ich habe hier eine Axt für dich, aber wegen der Hacke musst du mit unserem hissigen Bergarbeitern Hodari sprechen. Du hast Glück, denn er sieht gerade nach den Grundstücken. Nimm einfach den Weg in die Richtung Nordosten, den Hügel hoch. Hier, ich habe dir die Stelle auf der Karte markiert. Falls es dich verläuft, kannst du gerne hierher zurückkommen, dann lösen wir das Problem. Okay, danke. See you around, bra. Sind das Spieler? Lemon Lady, das sind doch Spieler. Keiner heißt doch Gordon Fan und das CC oder sowas. Das sind doch Online Gamer, lustig. Okay, kann ich mit denen auch irgendwie reden? Nee. Okay, whatever. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar hier. Ich weiß nicht, warum die Dorfbewohner so gechillt sind. Ich hätte ein bisschen Angst, wenn irgendwelche Menschen in leuchtenden Kristallen oder irgendwelche Wesen auf einmal auftauchen und es werden immer mehr. Okay, okay. Voll die schöne Stadt. Voll schön. Gefällt. Ultra cute. Also ihr werdet mir bestimmt die Frage beantworten. Mich würde interessieren, kann man Gilden gründen mit seinen Freunden? Kann man nur Sachen tauschen? Kann man auch Missionen zu machen? Oder ist es wie ein Genshin, dass man am Ende halt keine Missionen zusammen machen kann? Das finde ich so schade. Ich würde mir in Genshin wünschen, dass man auch die Story zusammen durchspielen kann. Oder ist es immer nur so, man tut zusammen halt eben hochleveln und dann verabschiedet man sich wieder und jeder macht seine Missionen? Oder auch, ob man Häuser zusammenbauen kann. Das wäre so cool, wenn man so... Würde ich Maxi direkt fragen, ob er mitjoint und mit mir ein Haus baut oder so. Das fände ich richtig, richtig nice. So, der hat gerade die gleiche... Oh mein Gott. Können wir ihm helfen? Brudi! Ey! Der eine läuft einfach weg. Oh, es ist festgesteckt. Naja, ist halt wie gesagt eine Early Access, stand doch schon dabei. In dem Land stecken halt die Tiere fest. Im Baum. Und jetzt ist es weg. Oh Gott, das ist der bestimmt. Die sind alle so nett. Das ist wie in Amerika, dachte ich auch so. Auch wenn es gespielt Nettigkeit vielleicht ist, weiß ich nicht. Die waren trotzdem alle interessiert und nett. Bist du ein Mensch? Es geht voran. Es ist aber noch viel Müll übrig. Oh, hi. Was kann ich für dich tun? Oder für sie? Bin ich hier richtig? Hallo, ich bin Gnu. Interessanter Name. Ich nehme an, Ashura hat dich hergeschickt. Sie hat mir in letzter Zeit eine Menge neue Leute geschickt. Das ist der Grund, warum ich diese Campingplätze auf ihre Tauglichkeit hinprüfe. Ich will nicht, dass ihr alle im Schlamm vergraben werdet. Wie nett die sind. Das hier ist eigentlich schon Einsatzarbeit, wenn du es willst. Ach, okay. Ah, einsatzbereit, wenn du es willst. Es braucht nur noch ein bisschen mehr Arbeit. Wie ich sehe, hast du schon eine Axt. Hier, nimm auch diese Hacke. Es ist immer gut, das richtige Werkzeug für die richtige Aufgabe zu haben. Benutze sie beide, um diesen Schutt zu beseitigen, ja? Mini Ninin hat Hunger bei der Arbeit. Also nimm das besser auch. Meine Tochter sagt, wer ist denn das überhaupt? Wahrscheinlich seine Tochter, dass ich mich gesünder ernähren muss, aber du wirst es besser gebrauchen können. Bah. Werkzeuge und sammeln. Halte R gedrückt, um das Werkzeugrad zu öffnen. Bewege den Mauszeiger R, um ein Werkzeug zu öffnen. Try gathering stone from the nearby rocks. Aha. Halte R gedrückt, um zu einem anderen Werkzeug zu wechseln. Versuche Holz aus den naheliegenden Holzresten zu sammeln. Drücke F, um die von dir erstellten Gegenstände einzusammeln. Okay. So, let's go. Bam! Bam!
Yay! Habe ich auch irgendwo so eine Müdigkeitsleiste oder kann ich hier dann den Maxify unendlich lang arbeiten schicken? So, beseitige 3 Trümmer. Okay, das bedeutet, wir brauchen wahrscheinlich jetzt erstmal so die Standardsachen, Hacke, Axt, was man alles so am Anfang braucht, Schaufel. Aber kann ich auch? Das ist jetzt die Frage. Ach, das kann ich auch zerstören. Nice. Dann brauche ich also keine Axt. Dann macht ihr das einfach alles damit. Ah, nee, doch nicht. Kann ich das nicht auch zerstören? Wir machen das jetzt auch nochmal kaputt. So. Was ist hiermit? Nee, das geht nicht. Habe ich sonst noch irgendwas anderes? Oder ist, ah, da kann ich dann meine Axt nehmen. Ah, okay. Nice. Habe ich doch schon eine. Supi. Ja, I feel it. So, weg damit. Und ich glaube, ich habe keine Müdigkeitsausdauer, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ich mache das jetzt erstmal alles weg. Hier werde ich künftig schlafen. Und hinten ist ein Pilz. Den muss ich haben. So, was habe ich hier schon angeschnitzelt? Ah, den Baum da hinten. So. Eine Bergmorchel. Ich liebe ja Pilze. Ich weiß, wie es euch geht. Aber ich sage immer so, gut gemachte Pilze mag jeder. Die Leute, die keinen Sushi oder Pilze mögen, haben immer nur Schlechtes gegessen. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Legt euch nicht mit mir an. Bäm. Bäm. So. Okay, ich glaube, ich habe genug. Da fängt schon die Lootsucht an. Es gibt noch viel zu tun, aber es ist erst der Anfang. Ich habe dieses seltsame Ding gefunden. Hm, verwirrt. Ich habe eine Menge seltsamer Dinge in den Minen gefunden, aber ich bin mir nicht sicher, was das ist. Wer findet's, dem gehört's. Ist ja schließlich dein Grundstück. Ich habe noch andere Grundstücke zu inspizieren, aber es sollte jetzt genug Platz sein, um diesen Arbeitstisch abzustellen. Ich schlage vor, du konzentrierst dich darauf, ein Dach über dem Kopf und einen Platz für deine Sachen zu bekommen, bevor du dir Gedanken über glühende Röhren machst. Ciao. Okay, ich finde es manchmal noch ein bisschen komisch übersetzt, deswegen wundert euch nicht, aber wie gesagt, ist ja noch voll am Anfang. Drehe die Station mit Q und E. Aha, 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 so. Dann wähle ich das mal aus. Moment, so. Hm. Ist das alles Mindspace? Ich denke mal schon, ne? Dann packe ich das jetzt mal hier hin. Und dann mache ich das weg. Also ich beschlagnahme jetzt das komplette Grundstück für mich. Ich will jetzt nicht das andere da jetzt halt machen. Deswegen gab es aber wahrscheinlich auch diese Sequenz gerade, dass wir reingegangen sind, damit hier kein anderer rein kann. Und du kannst dir dann wie in Animal Crossing deine Leute einladen. Das wäre ja richtig cool. Okay, ich glaube, das ist mein Grundstück. Ey, wenn ich so ein Grundstück geschenkt bekommen würde, wäre ich glücklich. Ist ja heutzutage nicht mehr möglich. Meine Box wahrscheinlich, meine Kiste. Mhm. Kann man sich Sachen reinpacken, aber ich glaube, das passt momentan. So, stelle eine hölzerne Aufbewahrungstruhe her. Platziere eine Aufbewahrungstruhe. Okay, aber ich habe doch hier eine stehen. Ich bin Minimalist, ich brauche nicht so viel. Oh, ich brauche doch Holz, ey. Oh. Okay. Ich habe es auch letztens gemerkt, als ich ja meinen Umzug gemacht habe. Ey, man sieht eigentlich mal, wie viel Trash man hat. Ja, das schreibt einer rein. Wie viel Trash man eigentlich hat, den man einfach als einzelne Person besitzt. Also wie viel man als einzelne Person einfach an Stuff hat, den man eh nie wieder verwendet. Ich finde das so irre. So, dann gehen wir mal hier rein, drücken F. Dann mache ich mal herstellen. Süß! Okay. Platziere eine Aufbewahrungskiste. Dann platziere ich die auch mal draußen. Ich will, dass das schön aussieht im Bild. Oh, die ist ja voll klein. Ach so, das darf ich nicht, weil es nicht mein Bereich ist. So. Dann machen wir das hier hin. Craft a tent at the working bench. Place your tent. Okay, sollen wir jetzt ein kleines... Oh, das ist ja voll... Das ist ja ein richtig süßes Zelt. Das ist jetzt nicht so ein... hässliches Zelt, sondern eins, wo man sagt, ja, da kann ich es mir vorstellen zum Schlafen. Aber ich muss sagen, so Camping ist gar nichts für mich.
Ich habe ja auch damals, als Maxify hat uns damals auch für Seven vs. Wild angemeldet, als es hieß, man macht es zu zweit, und da wussten wir nicht, dass es 2 Wochen geht, sondern 1 Woche. Und ich dachte, okay, so 1 Woche würde ich vielleicht hinkriegen, aber wahrscheinlich nicht mal das. Das unterschätzt man, glaube ich, total. Und als ich gehört habe, 2 Wochen, habe ich gesagt, Mayday, Rückzug, Rückzug. Wir machen auf keinen Fall mit oder melden uns an. Ich meine, die hätten es wahrscheinlich eh nicht genommen, aber ich wollte auch nicht das Risiko eingehen, am Ende in diese Situation zu kommen. Ich glaube, das unterschätzt man total. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so kleine Camper seid. Also in Spielen campe ich gern. In allen Situationen, aber im echten Leben ist es gar nichts für mich. Ich schreie schon, wenn irgendwie eine Wespe in meiner Nähe ist oder irgendein Riesenfalter mir entgegenfliegt. Da kriege ich schon Schnappatmung. So, dann craften wir mal ein Zelti. Herstellen. Süß. Okay, wo packe ich das hin? Ich weiß halt nicht, ob das jetzt bei Animal Crossing ist. Das, boah, das ist ja riesig. Holy. Boah, das ist ja... Das ist ja unfassbar groß. Ich muss es mal kurz ein bisschen hier wegmachen. Ich will es weiter nach hinten packen. Boah, ich habe mir mal richtig gegönnt. Anstatt so ein kleines Mini-Zelt direkt mal schon mal klar machen. Ich schlafe in keinem Zelt. Das muss ein Hauszelt sein. Geil. Ja, also ich würde tatsächlich, wenn euch das gefällt, ich sage ja schon auch immer, ich mache das auch davon abhängig, wie es geklickt wird und wie es ankommt, wie die Kommentare sind, wie die Daumen nach oben sind. Und wenn euch das gefällt, würde ich das echt mal nach der Gamescom im September den Maxi mal mitnehmen und fragen, ob er das mal mit mir online spielt, dass wir auch mal gucken, was man online so zusammen machen kann. Und wenn es mir gut gefällt, was es tut, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das weiter hier bringe. Und wir das einfach weiterspielen. Es gibt so viele Games, ne? Also auch Genshin. Ich liebe ja Genshin, aber man spielt so viele Spiele, dass man gar nicht dazu kommt, die anderen alle weiterzuspielen. So, dann machen wir das hier und das wird ich schön. Bam, was ein. Boah, sprich mit Oni, wenn er dein Grundstück besucht. Oni. Wer ist denn Oni? Oni-san. Okay. Beende sie zuerst das Tutorial. Wo ist denn dieser? Ah, da ist er. Er steht da wieder. Okay, ich habe ihn nicht gesehen. So. Puh, so ein Glück. Du bist noch nicht fertig. Meine Mutter, Delilah, hat mir erzählt, dass es einen neuen Menschen in der Stadt gibt. Und hier bist du. Ich bin den ganzen Weg von der Farm hierher gelaufen. Sie wollte, dass du dieses Einweihungsgeschenk bekommst. Willkommen bei Kilima. Und ich wollte, dass du deine Post bekommst. Ich bin Oni. Oder Oni. Und ich kümmere mich um alle Lieferungen hier. Ist das nicht Kinderarbeit? 2 Mal am Tag. Jeden Tag, ob Regen oder Sonnenschein. Um 6 Uhr morgens und um 6 Uhr abends. Boah, Kid. Eines ist sicher, meine Arbeit wird gleich viel interessanter werden. Magst du Post? Du siehst ja aus wie jemand, der gerne Post bekommt. Wer schreibt mir Post? Wer weiß, dass ich überhaupt hier bin? Aha. Sehr gut. Dann wirst du ja mit dem zufrieden sein, was ich für dich habe. Los, schau mal nach. Das ist deine erste Postlieferung. Deine allererste. Catch you later, okay? Hey, geil. Wie komme ich zu der Post da hoch, Mann? Ah, wahrscheinlich wie ein Genshin, ne? Oh, was ist denn das? Ah, da kann man richtig aimen. Oh, süß. Ich kann jetzt eine Obenansicht machen. Cool. Ach, das ist mein ganzes Grundstück. Das ist ja mega cool. Das ist ja ultra nice. Wow. I got a feeling that today werde ich voll reinsuchten. Neuigkeit, Gründerbelohnung. Gratulation, Gnu. We are one of the very first players. Ah, you are one of the very first players to join the world of Palia. Mhm, abholen. Ich habe ein Geschenk bekommen. Eine Windmühle-Dekor. Wow, eine Windmühle. Cool. Das ist aber nur eine Dekoration. Dann möchte ich die jetzt gerne platzieren. Bitte lass es nicht so riesig sein wie das. Ach, süß. Oh, die packe ich in mein Zelt. Oh, look at this. Ja, jetzt gucken wir erstmal die Post an. Die ist hier im Briefkasten. Ich war irritiert, weil ich oben an dem Kreis das Briefchen gesehen habe. Und ich dachte, das ist wie ein Genshin, dass man Alt drückt, um dann dahin zu kommen. So, die Post. Neu. Einer haben wir einmal eine. Lesen. So. Sei gegrüßt, Gnu.
Psychic Grüßgru. I have been informed by Yina that you have emerged fully formed from the swirling mist. This is wonderful news. Happy day of mist birthing to you, new human, weil ich quasi aus diesem Licht entstanden bin. Other humans call me Aina, and I would like to share with you the joy of fishing. Oh cool, ihr lernt es fischen. Please take this rod into your possession and seek me out at our nearest convenience. I shall be located at the pier for the next few millennia. Nice. Wir lernen fischen. To whom it may concern. An die, die es eventuell interessiert. Das Rathaus verlangt, dass ich diese Briefe an neue Bewohner schicke. Einen Bogen und einen Satz Pfeile finden sie im beigefügten Paket. Geil. Das Rathaus verlangt auch, dass ich ihnen sage, dass ich ihnen zur Verfügung stehe, um sie bei ihrer Verwendung zu unterrichten. Nice, ey. Wird mir voll nett aufgenommen. Sie hat hier auch noch eine Angelrute. Oh, cool. Ja, das ist nice. Haben wir voll viel Zeugs bekommen. So, let's go. Na, wie lebst du dich ein? Dieses Grundstück ist ja riesig. Angeblich kann man ziemlich cooles Zeug in der Erde finden. Mein Papa hat letzte Woche eine alte Kupferpfeilspitze in unserem Garten gefunden. Ich finde aber nichts außer Steine. Zählt eine seltsame leuchtende Röhre. Oh, wow, das zählt definitiv. Hast du schon herausgefunden, was sie kann? Noch nicht. Hm, ich wette, Yina könnte etwas wissen. Sie treibt sich immer in Ruinen herum. Frag sie, ob sie sowas schon mal gesehen hat. Oh ja, das hätte ich in der ganzen Aufregung ja fast vergessen. Ich habe auch ein Geschenk für dich. Ein offizieller Gürtel der Bugscout und auch ein Satz Rauchbomben. Ich bin Mitglied in Kilimas besten und einzigen Käferfangverein. Jetzt muss ich aber. Wenn du nachher vorbeikommst, verrate ich dir, wie du sie einsetzt. Aber ich wette, du bist jetzt hungrig. Du solltest mit meinem Vater Badruf sprechen, um zu lernen, wie man Essen anbaut. Und Red, der im Gasthaus arbeitet, kann dir beibringen, wie man es kocht. Weißt du, alle warten darauf, dich zu treffen. Komm schon, wir müssen machen ein Rennen. Nein. Bye. Okay, das wird nichts mit deinen 10 Kilogramm hinten auf dem Rücken. Aber cool, wisst ihr, was mir sehr gefällt? Dass ich jetzt nicht hier die ganze Zeit jeden einzelnen Tag warten muss, bis ich einen dieser Gegenstände habe. Ich habe jetzt schon die Angel bekommen. Ich habe die Axt, ich habe die Steinhacke, ich habe einen Gürtel, ich habe einen Pfeil und Bogen. Also es geht auch relativ zackig, was ich sehr, sehr gut finde. Dass es jetzt nicht wieder so 10 Jahre braucht, bis man das alles mal hat und lernen kann. Okay, dann weiß nicht, wo der Hint disappeared ist. Hier gibt es auf jeden Fall nichts mehr. Ich lebe in so einer Art Stein. Umringt von Steinen. So eine kleine Steinbucht gefällt mir gut. Wobei ich Aussicht immer mehr mag. Aber okay. Ich beschwere mich nicht. Ich habe ein 10.000 Quadratmeter Grundstück geschenkt bekommen. Es wäre anmaßend, sich zu beschweren. Danke fürs Warten. Du bist bald zu Hause. Okay. Willkommen in Palia. Quest abgeschlossen. Wir sind so glücklich, dass du wieder zurück bist in Palia. Okay. Frag Yina nach dem seltsamen Artefakt. Tukom. Das sind einfach solche. Das sind keine NPCs, Leute. So, wir machen mal unsere Quests jetzt. Mir hat übrigens immer eine Freundesanfrage gestellt. Ich weiß nicht, wer das war. Mal gucken, wie jemand antwortet. Wie nett, ob die Leute nett sind. Ich springe jetzt einfach überall rüber. Wuhu! Ich glaube, das war jetzt Angeln lernen. Oder Pfeil und Bogen war, glaube ich, woanders. Angeln ist schon mal gut. Dann können wir nämlich lernen, jetzt den Fischi zubereiten. Fischi, Fischi, Fischi. Sie ist beim Dock, hat sie gesagt. Also hier hinten. Am Wasser. Kann ich schwimmen? Also sie hätte gesagt, sie ist nicht immer da, aber sie ist gerade da. Yay! Oh, ich bin tot. Ich kann nicht schwimmen. Okay, das ist gut zu wissen. Ich bin schwer wie ein Stein. Verdammt. Die sieht irgendwie aus wie die Amanda, muss ich sagen. Ich habe kein Vertrauen. Ah, das ist ja sie. Hey, Gnu, schön, dich wiederzusehen. Hast du dich schon eingelebt? Ich habe etwas gefunden. Oh. Wirklich, was denn? Oh, wow, das ist unglaublich. Das ist wirklich eine uralte Strömungsbatterie. Das waren die Energiequellen für die alten Menschen. Ich habe schon überall nach so etwas gesucht. Und du sagst, du hast sie in einem Haufen Müll gefunden? Ich hatte einfach nur Glück. Na, heute ist definitiv mein Glückstag. Es könnte ein bisschen dauern, bis ich herausfinde, was das ist. Ich werde ihnen einen Brief schicken, sobald ich... wieso tun wir es auf einmal siezen?
Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Ruinen um das Dorf herum früher mal waren. Aber angesichts der Tatsache, dass sich die Gebäude um einen zentralen Platz gruppieren, die Fülle an alten Büchern, die ich in Bauwerken unter der Erde gefunden habe, und dass es einen Platz auf der Wiese gibt, an dem es keine Ruinen gibt und der irgendwie wie ein Sportplatz aussieht, würde ich auf eine Art Schule tippen. Es ist allerdings möglich, dass die menschliche Zivilisation nicht so organisiert war wie wir, die unsere. Ich könnte also völlig daneben liegen. Okay. Wir vergessen zu essen. Wie kann man vergessen zu essen? Okay, also, das heißt, dass wahrscheinlich die Dame mit dem Angeln stand ja irgendwas da, wann die wieder kommt. What do you want? Hi, hi, hi. Du bist hier, toll. Du hast du deinen Gürtel und deine Rauchbomben, richtig? Bevor wir anfangen, musst du den Insektenfinderschwur ablegen. Versprich mir das einfach. Ich verspreche, die Natur und ihre Wesen zu ehren, anderen stets zu helfen und, was am wichtigsten ist, Orni Bescheid zu geben, wenn ich etwas richtig Cooles sehe. Versprochen. Ausgezeichnet, wir kommen bei den Insektenfindern. Wie wär's, wenn du für den Anfang versuchst, etwas Einfaches zu fangen? Denken Sie aber daran, dass bestimmte Wanzen nur bestimmte Zeiten auftreten. Okay. Meine Familie bleibt dem Bauernhof weiter die Straße entlang. Wir züchten das größte Gemüse. Meine Mama hat bei dem Fest ungefähr 1 Million Mal in Folge die blaue Schleife gewonnen. Schön. So, talk to Bato to learn how to garden. Das machen wir jetzt. Wo ist denn mein Hungerfeld? Habe ich irgendwie Durst? Da ist er ja. Die kommen mir alle entgegen. Oh, ein freundliches neues Gesicht, das ich noch nicht kenne. Ich bin Badru, der Bauer, und ich spüre, dass wir uns bestimmt grün sein werden. Habe ich schon erwähnt, dass ich auch ein Stand-Up-Comedian bin? Nein, bitte nicht. Oh nein. Kannst du mir die Grundlagen des Gartenbaus bitte beibringen? Du bist hier richtig, wenn du dich für die frische Ernte begeistern kannst. Ehrlich gesagt, es imponiert mir, wie du deinen Weg gehst. Wenn ich so mutig wäre, würde ich vielleicht mehr aus meinem Leben machen, als einfach nur über die Runden zu kommen. Das war nur ein Scherz. Das Leben auf dem Bauernhof ist toll, vor allem, wenn man den Geruch von Ormu-Dünger am Morgen liebt. Ich gebe zu, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich sage dir was, wir treffen uns später auf deinem Grundstück und ich zeige dir die Schritte. Sieht aus, als wärst du bereit. Okay. Nice. Kartoffeln sind am schlimmsten zu ernten. Sie wachsen so niedrig, dass sie mir den Rücken ruinieren. Voll süß sieht er aus. Okay. Habe ich jetzt Samen bekommen. Okay. Talk to Red to learn how to cook. So, wo ist denn der? Ich glaube, dem Haus drin. Oh, was war denn das? Das ist schön. Oh. Voll schön, wenn man einfach mal stehen bleibt und es sich ja alles mal so anschaut. So, wow. Beautiful. Ist es mein Zuhause, glaube ich, gell? Ich gehe jetzt mal hier hin. Der ist, glaube ich, hier drin gewesen, oder? Ja, da an dem Haus. Glaube ich. Hallo? Kann ich hier eindringen? Ja. Hello, my friend. Hey, du bist eine der Neulinge, richtig? Mein Name ist Rath. Manche sagen aber auch, da kommt Ärger, wenn sie mich sehen. Ich bin nicht nur eine schlechte Nachricht, sondern versorge Kilima auch mit köstlichen Suppen und Eintöpfen im Ormuhorn. Komm nachher mal vorbei, ja? Mit freundlichen neuen Gesichtern rede ich immer gern. Kannst du mir das Kochen beibringen? Wow, du musst erst laufen lernen, bevor du schwimmen kannst. Es sei denn, du bist ein Fisch, aber ich bin mir zu 79% sicher, dass du ein Mensch bist. Warum fängst du nicht damit an, ein Lagerfeuer für deine Wohnung zu machen? Sobald du die Pilze wie ein Champignon gegrillt hast, fangen wir mit den komplizierten Sachen an. Wenn du nicht für den Rest deines Lebens in einem Zelt festsitzen willst, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, mit Kenley zu reden. Er ist der Bürgermeister, aber hey, ich werde so oder so nicht urteilen. Okay, ist nett. Meine Schwester Tish mag alles, was einem Raum eine positive Atmosphäre verleiht. Besonders Blumen. Sie schleppt so viel Topfpflanzen zu uns nach Hause, dass ich es nicht übers Herz bringe, ihr von meiner Pollenallergie zu erzählen. Oh, my soup's burning. My soup's burning. Okay, cool. So, da wird gerade geschrieben. Sehr lustig. Kann man auch ausstellen übrigens, das Chatfenster. Dann habe ich zu Hause eine Quest. Da machen wir die. Warte mal, hier gab es doch noch irgendwie die hier. Da, mit der will ich noch sprechen. Oder mit ihm. Sei gegrüßt, mein Name ist Kenley Bahari. Der erstgeborene Sohn des Verstorbenen Kenyun Bahari. Dem 118. Herzog der Bahari-Provinz. Okay, ich bin raus. Und Bruder von Kenyara Bahari, der derzeitigen Herzogin der Provinz Bahari. Weißt du, Kollege, am Ende
verkackst du wie wir alle auch nur am Klo. Also, chill mal dein Leben. Ich bin der Bürgermeister dieses Dorfes und es ist mir eine große Freude und Ehre, dich hier bei uns willkommen zu heißen. Der Satz hätte es getan. Ich will mein eigenes Haus. Oh, richtig, ja, natürlich, weil du gerade erst eingezogen bist. Das Grundstück wurde nicht mit einem geliefert. Egal, ich bin sicher, ich habe den Papierkram hier irgendwo. Gib mir nur einen Moment. Oh nein, wo ist es? Ich werde euch was sagen. Geh und finde Tisch, unseren ansässigen Tischler. Ich bin sicher, dass sie sich freuen würde, ihnen ein paar schöne Möbel zu besorgen. Es ist so undankbar von mir. Ich komme hier in so einen fremden, verwunschenen Dorf und ich brauche ein Grundstück mit dem Haus. Oh, geil. Da ist sie doch. Such a great day, isn't it? Ist es nicht herrlich, wie der Wind durchs Tal pfeift? Und man muss sagen, bis jetzt wollen die nichts von mir. Die sagen einfach, hey, mach deinen Stuff, hol deinen Stuff, wir machen was draus und nicht. Wir brauchen noch Ruine, ich brauche noch Geld, ich brauche noch dies. Das ist bis jetzt sehr entspannt, muss ich sagen. Ist es nicht herrlich, wie der Wind durchs Tal pfeift? Candy schickt mich. Hier sind ein paar einfache Rezepte, mit denen du anfangen kannst, wenn du müde bist von all der harten Arbeit. Warum baust du dir nicht einen Platz zum Sitzen oder einen Tisch, an dem du essen kannst? Mein Freund Yale hat darauf bestanden, dass sie auch eine Garderobe haben. Er ist Schneider und sagt immer, wenn man gut aussieht, fühlt man sich am besten. Selbst wenn es etwas gibt, das du jetzt noch nicht machen kannst, bin ich mir sicher, dass du dich inspirieren lassen wirst, sobald du anfängst zu bauen. Nice, du. Chat mit Tisch. Ich helfe Yale bei seinen neuesten Kreationen. Also falls ich die Namen irgendwie falsch ausspreche, sag mir bitte Bescheid. Das kann tatsächlich immer passieren. Aber sie heißt ja Tisch, ne? Da sind wir uns ja alle einig. Ich mag es, schon im Voraus eine Vorstellung davon zu haben, was nächste Saison erscheint. Okay. So, musst du kurz das arbeitstechnisch klären. I'd better get back to work. So, dann haben wir jetzt ganz viele Aufgaben. Wir haben aber noch nicht mit der Dame mit der Angel gesprochen, aber die meinte ja auch irgendwas, dass sie später erst noch dazukommt. Deswegen gehen wir jetzt mal in unser Haus und machen mal die jetzigen Aufgaben, die es zu ticken gibt. Boah, holy shit, wie hysterisch rennt der denn? Ja, die kommen da. Also hier ist quasi dann deine eigene Welt, in der du dann lebst. Aber da kann man bestimmt auch Leute mit einladen. Mega cute. Voll schön hier einfach nur. Oh. Also ich möchte auch irgendwann mal irgendwo leben, wo es Berge gibt. Das ist einfach so schön. So, Beipflanzungen. Der Anbau verschiedener Pflanzen nebeneinander kann zusätzlich Vorteile bieten. Ah. Die tun sie da bestäuben, wie in Animal Crossing bestimmt. Okay, mein Freund. Was bringt dich hierher? Schön, dich wiederzusehen, Frühlingsbohne. Hier sieht es jetzt schon ganz anders aus. Ich dachte, du wärst noch mit dem Aufbau des Zeltes beschäftigt. Arbeitsmoral ist mein zweiter Name. Das heißt, wenn sie dich erst einmal kennengelernt hat, sie ist ein bisschen stachelig bei den neuen Leuten. Von dem ganzen Baum... Also manchmal sind die Texte ein bisschen komisch noch. Von dem ganzen Bäumefällen und Erzausgrabung knurrt dir bestimmt schon der Magen. Tja, wenn du ein bisschen Geduld hast, kann ich dem abhelfen. Glücklich Gärtnern. Man muss nur ein paar Sonnenzyklen abwarten und voila, Abendessen oder Frühstück, sogar Mittagessen, wenn es dir danach ist. Ich weiß, es klingt nicht aufregend, aber glaub mir, nichts schmeckt besser als eine Karotte, die man selbst angebaut hat. Das glaube ich auch. Ich habe alle Werkzeuge, die du brauchst, auch. Na los, warum lässt du das Grundstück nicht einfach fallen und schaufelst es ordentlich durch? Okay. See you later, hot potato. So, make sure your garden plot is on your action. Once your plot is down, press and hold R and select the hoe from the tool wheel. Lege Samen in eine Aktionsleiste. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt nicht irgendwann zu... Habe ich überhaupt eine Schaufel bekommen? Eine Falle kann ich machen für die Bugs. Und eine Falle. Ah, okay. Da kann ich mir jetzt welche basteln, ne? Ich mache die mal hier hin, die Erde. Und mache hier nochmal eine hin. So. Okay.
Dann kann ich das wahrscheinlich auch hier aufheben. Erde. Oh, das wollte ich nicht. Oh, verdammt. So, Moment nochmal. So. Okay. So, jetzt liegt das ja alles hier wunderbarst. Da muss ich wahrscheinlich die Samen nehmen. Und muss hier reinpacken. Nee, ich kann es nur verschieben. Dann. Ach, dafür ist es da. Ah, okay. Aber lassen wir das mal so. Obwohl es halt überlappt. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Okay, mein Friend. So, das war ein guter Witz. Ach so, weil ich noch nicht fertig bin, ne? Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Wir haben auch Pfeilspitzen. Was ist denn das? Ein Mushroom? Stellen Sie einen Stuhl auf. Stelle mit deiner Hacke... Ach, mit der Hacke muss ich das machen. Mit der? Nee. Ich habe noch gar keine Hacke. Muss ich mir die vielleicht bauen? Ah. So ein Lagerfeuer brauche ich auch. Das kann ich sogar schon herstellen. Hier, Werkzeuge. Rauch, ach, das ist eine Rauchbombe. Aber. Oder muss ich das mit der normalen Hacke machen? Kann hergestellt werden. Kann ich mir ja kaum vorstellen. Hab ich hier irgendwas vergessen? Bestelle mit deiner Hacke den Boden. Ja, aber ich habe keine Hacke. Ihr habt keine Hacke. Dann mache ich jetzt noch kurz die anderen Punkte. Und guck gleich mal, was da los ist. So, herstellen. So, ein Lagerfeuer-Lied. Das placen wir dann mal einfach hier hin. So. Die Champignons kochen. Grillen. Ja, herstellen. Oh, süß. Oh Gott, ich bin mitten im Feuer. Ich verbrenne! Oh, cute. Sieht aus wie Hähnchenschlägel. Cuter. Collect. So. Ist ein gegrillten Pilz, um Fokus zu halten. Und wie esse ich den? Ah, so, mit Lenke-Maustaste. Okay. Ah, nee, da ist er doch immer noch. Ah, jetzt habe ich ihn gegessen. Jetzt habe ich Fokus. Fokus erhöht deine gewonnene Erfahrung, ganz gleich aus welcher Quelle, und regeneriert sich, wenn du isst. Nice. Verwenden Sie 50 Fokus. Wie? So, jetzt gucken wir mal weiter. Stellen Sie einen Stuhl auf. Kann hergestellt werden. Da brauchen wir einen. Was möchte ich herstellen? Einen Stuhl. So, dann packe ich den mal hier rein. Süß. Und dann mache ich den mal hier hin. Und dann mache ich mir auch gleich noch einen Tisch. Dann haben wir das auch. Tischi, Tischi. So, wo ist es denn? Ah, da brauche ich jetzt Holz. Okay, holzen wir das mal kurz ab. Ich mache das hier einfach alles weg. Er braucht schon... Oh, du musst dein Werkzeug verbessern. Alles klar, ich gehe nicht ran an die Bäume. Ich mache das hier. Voll süß, diese Holzbünde dann. Pflanzenfasern. So. Voll süß ist das hier alles gemacht. Ich finde das Zelt richtig schön. Das hat auch wieder so einen Zelda-Touch hier. So, wir brauchen jetzt nur Holz. Okay, den Fokus verwendet man, indem man dann einfach Dinge abbaut und macht. Ich weiß halt nicht, ob die Sträucher wiederkommen. Das kann ich leider nicht sagen. Aber egal. Ich glaube, dass man dann mehr aberntet. So, weg mit dir! Dann holen wir uns noch den Pilzi. Machen das hier noch weg. So. Und das. Dann sollte es, glaube ich, für den Tisch reichen. Ich habe Butter gefunden. Nice.
Baumhäcksler, du hast 30 Bäume gefällt und geplündert. Ja, ob das die Leute so gerne hier sehen, weiß ich nicht. So, ich möchte auf jeden Fall... Was möchte ich herstellen? Eigentlich einen Tisch. Hier ist ja gar kein Tisch dabei. Ich wollte doch eigentlich einen Tisch. Hä? Das wollte ich doch gar nicht. Ach so, der Tisch ist zusätzlich auch noch dabei. Oh, das ist das, was ich dann erlerne, ne? Zusätzlich. So, süß. So, jetzt fehlt nur noch ein Schrank. Dafür brauche ich wieder ein bisschen Holz, aber nicht viel. Ah, okay. Ich glaube, ich kann jedes Mal aussuchen, was ich noch zusätzlich erlernen möchte. Glaube ich. Ich glaube, wenn ich den Pilz hier einsammle, dann habe ich auch wieder Special-Kräfte. Und ich habe was zum Angeln. Das ist ja eigentlich perfekt. Hier ist auch was zum Angeln. Ich frage mich, ob man auch schwimmen lernt. Ich denke schon. Weil sonst man richtig lost. So. Gratulation. Levelaufstieg. Oh, bloß nicht sterben. So. Ich habe, glaube ich, auch wieder Post schon. Ah, fehlt noch Holz, verdammt. Was habe ich hier im Post bekommen? Achso, alles als gelesen markieren von ihm. Habe auch als gelesen markieren. So, dann ist es auch mal weg. Ja, die Leute sind mir zu nett. Da bin ich schon fast misstrauisch. Okay, das heißt eigentlich ähnlich wie in Disney Dreamlight Valley. Essen beim Ernten und Abholzen und sonstigen ist immer gut. So. Dann sollte es, glaube ich, hoffentlich reichen. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir genug haben. Yes. So, und ich glaube, jetzt kann ich aussuchen, was ich dazu noch lernen möchte. Mhm. Was möchte ich herstellen können? Ich finde so ein Tor cool, aber ich weiß nicht, was das ist. Ich mache das jetzt einfach mal. Oh, Blockhauspflanzer. Ja, ist doch schön. So, dann machen wir meine Umkleide mal hier hin. Bam. So, und dann müssen wir jetzt noch das mit der Hacke irgendwie hinkriegen. So. Eine Fackel. Ein Pfeil. So, Gardening. Bestelle mit deiner Hacke den Boden. Also, ich habe das. Ich habe das. Das funktioniert aber nicht. Da musste man irgendwas drücken. Da habe ich wieder, war ich wieder zu voreilig und habe direkt gesagt, nein, das ist viel zu kompliziert. Ich glaube, wenn man es einmal raus hat, ist es komplett wurscht. So. Was ist das hier? Die Falle? Was ist eigentlich mit dem Gurt? Ah, genau. Betäuben von Insekten. So, und genau das Tutorial-Fensterchen hätte ich jetzt gerne. Ah, da ist sie doch, die Hacke. Ah, okay. Okay, das sah für mich aus wie eine Falle. I'm stupid. Okay, jetzt kann ich das hier alles pflügen. Oh Gott, und wie viel muss ich da? Ach so, jetzt verstehe ich. Ah. Okay. Ich habe es leider, es sah aus wie so eine Klappfalle. Deswegen dachte ich so, bestimmt habe ich die bekommen wegen den Käfern. Und ich denke manchmal echt zu kompliziert, ne? Das war aber mein Problem in Mathe. Ich wollte immer in Mathe die Garantie haben, dass gewisse Regeln immer so sind. Ich habe immer gesagt, es ist doch immer so. Das ist doch immer so. Und der Lehrer war, nein, es gibt immer Ausnahmen. Ich so, aber dann kann ich mir das doch nicht merken. Ich pflüge da jetzt. So, das machen wir auch noch. Bäm, bäm, bäm. Bada bum, bum, bäm. So. Reicht erstmal. Okay, dann gib mir jetzt die Samen. Sie fragen sich vielleicht, was sie als nächstes tun. Leider pflanzen und gießen sich die Samen nicht von selbst. Du wirst ein paar von diesen bösen Jungs brauchen. Betrachte sie als Einweihungsgeschenk. Bösen Jungs? Sobald die Samen in der Erde sind, gehst du zum Teich, füllst die Gießkanne und badest die Erde. Es könnte ein paar Sonnenzyklen und ein paar Eimer Wasser brauchen. Einige Dinge, die du pflanzt, können Auswirkungen auf andere Samen in ihrer Umgebung haben. Wenn du mehr Samen benötigst, kannst du dir bei Zeki welche holen. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen, Nachbar. Voll nett. Dankeschön.
Thanks for stopping by. Danke, mein Freund. Oh, hat mir sogar was gegeben. Oh, Carrots. Oh, süß. Oh, das ist ja voll cute gemacht. Bam. Okay, jetzt habe ich noch. Nehmen wir das. Oh, Zwiebelis. Okay. Und haben wir noch irgendwo was? Ich glaube nicht. So, wo ist die Gießkanne? Die haben wir wahrscheinlich jetzt auch bekommen. Ja. Okay, und ich glaube, die kann ich dann auch pimpen, dass die mehrere Stufen haben. Your water drink can is empty. Ah, okay, mit der rechten Maustaste macht ihr das dann. Jetzt kann ich euch auch mal was beibringen. Bäm. Ach cool, da kann man einfach durchlatschen. Nice. I like it. Mal was anderes einfach. Oh, super. Und die Kanne geht auch nicht gleich aus. I love it. So. Okay. Passt doch. Und da steht schon wieder irgendein Dude. Der Bürgermeister. Wunderbare Neuigkeiten. Ich habe die Formulare unter dem Bücherregal im Archiv raufgefunden. Wenn Sie hier, hier und hier unterschreiben, kann ich Ihnen die Blaupause besorgen. Unterschreiben. Ja, und hier auch noch. Hier. Ich schlage vor, dass Sie den Rahmen so schnell wie möglich aufstellen und mit dem Bau beginnen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich glaube, es ist Zeit für meine Pause. Geil, ihr könnt ein Haus bauen. Legen Sie das Fundament Ihres Hauses fest. Ey, aber sowas von, ich sag's dir. So, jetzt gehen wir auf H. Bam. Boah. Boah, jetzt muss ich erstmal alles freiraumen. Was für ein Riesenhaus ist das denn bitte? Absoluter Luxus. Hier, ich will das mal verschieben. Packen das mal hier hin. Und das würde ich eigentlich auch gerne halt dann verschieben. Mein Haus. Mein Haus, mein Zelt und mein Block. Okay, aber cool, die Funktion ist richtig nice hier. So, ich mach mal das alles weg, damit ich mal einfach Platz habe, mein Stuff hier mal umzuschieben. Bäm. Hier auch noch, weg damit. So. Und dann machen wir das noch weg. So. Okay, ich hoffe, ich kann es dann... Ah, das mache ich noch weg. Dann kann ich es, glaube ich, schieben. Aber das Coole ist, ich glaube, ihr könnt es halt die ganze Zeit verschieben. Ich weiß noch nicht, ob die Objekte sich mit verschieben. Ich denke aber ja. Das werden wir jetzt aber gleich herausfinden. Weil es würde halt das Bauen so einfach machen. Das war nämlich der Grund, warum ich irgendwann in Animal Crossing die Motivation verloren habe. Weil ich finde es cool, wie man in den Häusern mittlerweile bauen kann. Aber die Insel kannst du nicht verbauen. Und irgendwann habe ich dann eure tollen Hütten gesehen. Und da war ich irgendwann so unmotiviert, dass ich gesagt habe, ey, ich kann ja nie im Leben die Zeit jetzt aufbringen, mein Grundstück so schön zu machen. Und dann habt ihr es geschafft, mich zu demotivieren. Nein, Spaß. Aber dann hatte ich keinen Bock mehr. That's a sad story about a girl called Gnu, die irgendwann gefrustet war. Wofür brauche ich denn eigentlich noch das Zelt überhaupt? So, mal gucken, ob das Haus da jetzt hinpasst. Ich muss ehrlich gestehen, das Haus ist sehr groß. Ist es zu groß? Ich bin mir nicht sicher. Es nimmt einfach den kompletten Platz eines Grundstücks. Aber er hat, ne? So, machen wir die nochmal weg, dann sollte das aber passen. Ich frage mich, ob ich auch die Ernte hier, mein Beet, ob ich das auch verschieben kann. Das wäre natürlich ultimativ cool. So, das kann ich verschieben. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ja, er verschiebt es mit. Oh, das ist genial. Ja, ja, Spiel, ja. Sehr gut. Okay, dann packen wir das mal hier hin. Boah. Halt, ich will das hier hin packen, wenn dann schon am Eingang direkt. Bam. So, bam. Geil. Verstanden. Nice, Mann. Guckt euch mein Haus an. Upgrade.
Was brauche ich dazu? So viel Holz? So viel Holz. Beitragen. Okay. Kann ich noch nichts machen. Ah, okay, das muss ich noch alles erlernen. Cool, da ist Tisch, die sagt mir das bestimmt. Oh, gut, du bist noch da. Candy hat erwähnt, dass er den Bauplan für dein Haus gefunden hat, also dachte ich, ich schau mal vorbei. Wenn ihr euer Haus fertigstellen wollt, braucht ihr Steinblöcke und Splitterbretter. Also macht euch mit Holzfällerei und Bergbau vertraut. Du kannst doch unseren Gastwirt Ashura, oder du kennst. Er kann dir beibringen, wie man Sägewerk für diese Bretter baut. Und Hodari verkauft die Steinschmelze, die du für den Ziegel brauchst. Ich freue mich sehr, dass du dich entschieden hast, Kilima zu deinem Haus zu Hause zu machen. Ey, wenn ich da ein fettes Grundstück geschenkt bekommen würde, würde ich es genauso tun. Stop by again soon. Okay, nice. Gut. Erhalte das Rezept für eine Steinschmelze. Aha. Erhalte das Rezept für ein einfaches Sägewerk. Schließe den Bau deines Hauses ab. Home sweet home. Und Fischen wird wahrscheinlich auch noch dann möglich sein. Habe ich eigentlich auch ein Bett? Kann man hier schlafen? Das würde mich auch interessieren. Und dafür brauche ich auch noch ganz andere Sachen, um das zu erstellen. Hier auch. Das sind alles Sachen, die kenne ich noch nicht. Papa-Pelz. Da muss man dann quasi Tiere ermorden. Das seht ihr ja so gerne. Okay, also ich muss sagen, geiles Game. Sagt mir eure Meinung, gebt mir Tipps und Tricks. Wie ist es, wenn man mit jemandem zusammenspielt? Ich würde da gerne mal Maxify anpingen. Ich werde es privat, wenn ich Zeit habe, definitiv weiterspielen. Die Frage ist, ob wir es halt hier weiterspielen sollen. Sagt mir da gerne Bescheid. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ist auch kostenloses Game. Das könnt ihr einfach schon jetzt spielen, wenn ihr Bock habt. Euch runterladen. Unten ist der Link, wo es hingeht. Ich sage immer danke über einen Daumen nach oben. Ich mich sehr freuen über ein Abo auch. Und ganz, ganz, ganz viel Tipps und Tricks. Das brauche ich definitiv. Thank you.